Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Donnerstag. Ja, und bevor wir zur 239. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 457. Geschichtsstunde insgesamt kommen, wieder so ein paar Anmerkungen zum heutigen Tag. Die entscheidende oder wichtigste ist heute nur, ja, mehr extremistische Straftaten, sagt der Herr Haldenwang und der Herr Seehofer. Ja, und da wollen wir mal den unteren Teil mal zwischendurch das lesen. Der Verfassungsschutz zählte mehr als 22.300 Taten mit rechtsextremistischem Hintergrund und damit fast 10% mehr als im Vorjahr, wie aus dem Verfassungsschutzbericht hervorgeht. Zudem wurden mehr als 6.400 Taten von Linken registriert, was einem Plus von rund 40% entspricht. Ja, dazu kann man nur sagen, ja, wenn man natürlich jeden Huster bei den sogenannten Rechtsextremen als Straftat bewertet. Wir kennen ja diese ganzen Geschichten, wie nennt sich es immer, verfassungswidrige Kennzeichen und bla bla bla, das sind ja alles Straftaten, ne? Dann ist natürlich die Zahl ziemlich hoch. Und wenn man die Taten von Linken und mit ihnen verbündeten Migranten, wie zum Beispiel in Stuttgart, als Partyszene deklariert, dann sind es dort natürlich nur 6.400 Taten. Ja, ich denke mal eher, wenn man richtige Straftaten nehmen würde, was wirklich Straftaten sind, dann würde die Zahl der sogenannten rechtsextremen Straftaten so gering sein, die würde gar nicht auffallen. Und das sind dann meistens nur auch noch ja, Notwehrhandlungen gegenüber linken Extremisten und überzogener Polizeigewalt, die da in dem Fall meistens wirklich stattfindet. Und wenn man alle echten Straftaten, also alle Straftaten, die wirklich Linke begehen, nehmen würde, würde die Zahl nicht um 40% gestiegen sein, sondern um 400, vielleicht sogar um 4000%. Aber naja, Herr Seehofer, Herr Haldenwang, ach ja, und Herr Kalbitz und Herr Höcke waren natürlich wieder im Zentrum dieser Geschichte. Ja, der AfD soll noch weiter nach der Nase des Herrn Haldenwang und Herrn Seehofer aussortieren. Dann wird es wahrscheinlich, brauchen wir keine Wahlrechtsreform, werden es keine 750 Abgeordneten, weil da ist nämlich der AfD nicht mehr mit dabei, weil es wird ja immer offensichtlicher. Man möchte, erst einmal war der Poggenburg immer noch mit dabei, man möchte die Leute aus der AfD raushaben durch solche angeblichen, Verfassungsschutzberichte, die wirklich gute Prozentzahlen für die AfD bringen. Ja, und dann bleiben halt solche Leute wie in Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen oder so übrig, die es gerade mal so über die 5%-Hürde schaffen. Und im Gesamtbundesergebnis dürfte es dann nicht mehr reichen. Ja, das ist das Ziel. Und dafür hat man sich solche Leute in der AfD installiert, wie Frau von Storch und Herr Meuthen. Ja, wie gesagt, ja, welche Überraschung, wie Weihnachten, ne? Wie früher zu Weihnachten, ne? Man wusste dann vorher schon, weil man vorher geguckt hat, was man zu Weihnachten bekommt, ne? Und genauso ist es immer mit den Verfassungsschutzberichten von Herrn Haldenwang und Herrn Seehofer. Es kommt immer dasselbe heraus. Islamisten sind gar kein Problem mehr, obwohl man da immer mehr ins Land holt. Da hört man komischerweise kaum noch ein Wort davon, weil das sind ja jetzt die Auftraggeber von Herrn Haldenwang und Herrn Seehofer, den Islamismus hier durchzusetzen, den islamistischen Staat. Da dürfen natürlich die Islamisten nicht mehr vorkommen im Verfassungsschutzbericht. Als Extremisten, das sind alles ganz nette, gute Leute. Ja, und auch die vielen Mordtaten an Deutschen durch Zuwanderer, die fallen gar nicht mehr ins Gewicht, was auch Extremismus ist, aber das zählt dann halt nicht mit, ne? Ja, wie gesagt, immer schön weiter auf solche Leute hören, wie Herrn Haldenwang und Herrn Seehofer, liebe Deutsche. Dann werdet ihr euch noch wundern, wer hier wem wirklich gefährlich wird. Nicht die bösen, angeblich rechtsextremen Deutschen, sondern eure Freunde, die ihr jetzt mit Blumen begrüßt und integrieren wollt überall. Ja, das dazu. Ja, und als letztes natürlich wie immer. Ach ja, und die dämlichen Deutschen, die sich als Versuchskaninchen für den Mallorca-Urlaub haben verheizen lassen, die dürfen jetzt auch in der Öffentlichkeit mit Mundschutz rumlaufen, habe ich gerade gelesen. Ja, wer so dämlich ist und diesem Regime noch hinterher rennt, der kriegt halt immer seine richtige Quittung, die ihm gebührt. Heute haben wir wieder mehr Infizierte, Neuinfizierte als Genesene.
Dadurch steigt die Zahl wieder ein bisschen. Natürlich wieder durch Nordrhein-Westfalen, 186. Da sind ja so viele Gastarbeiter und das ist so bunt. Da findet man immer wieder welche, die sich gegenseitig infiziert haben. Dann haben wir auf Platz 2 das Supertesterland Bayern mit 70, gefolgt von Baden-Württemberg mit 52. Dann das rot- oder schwarz-grüne Hessen mit sehr viel Buntanteil. Na, genauso wie es ja in Baden-Württemberg der Fall ist. Dann haben wir das bunte Berlin, das rot-rot-grüne bunte Berlin mit 35. Und dann kommt mit 12 das bunte Rheinland-Pfalz, was ja relativ klein ist und deswegen trotzdem immer trotzdem mit vorn ist. Und dann kommen nur noch einstellige Zahlen. Das höchste ist wieder Brandenburg dann noch mit 7, mit Einfluss natürlich durch rot-rot-grüne Berlin, das bunte Berlin. Dann haben wir jeweils 6 in Niedersachsen, in Hamburg, in Schleswig-Holstein. Das war's mit 6. Dann haben wir 5 in Bremen. Oh, Bremen hat wieder ein bisschen Geld fürs Testen bekommen. Haben sie einmal ein paar Infizierte gefunden. Dann haben wir als nächstes mit 3 Thüringen. Dann mit 2 haben wir, hatte ich noch einen mit 6 vergessen. Niedersachsen hatten wir ja mit 2, heute gar keiner mit einem Infizierten. Oh, das Saarland hat auch wieder mal Geld für einen Test bekommen. Hat einen gemeldet, Sachsen ein. Und dann haben wir eine 0 noch in Mecklenburg-Vorpommern, sodass das dunkeldeutsche Deutschland heute liegt bei 1 plus 7 macht 8, plus 3 macht 11, plus 2 macht 13. Mecklenburg hatte ja nichts, Mecklenburg-Vorpommern. Und da sind wir bei 13 geteilt durch 442. Dunkeldeutschland ist mit 2,94% beteiligt an diesem bunten Virus, ne? Ja, und da kommen wir jetzt zu den Zahlen nochmal insgesamt. 442 Neuinfizierte, wie gesagt, abzüglich 12 mutmaßlich daran Verstorbenen und minus 400 Genesene sind wir bei 30 plus. Müssten wir heute sein bei 5.235, wenn ich richtig das im Kopf habe. Mal sehen, ob es hinkommt. 197.783 kumulativ seit der Testung und Zählung erfasste Infizierte, weniger 9.048 mutmaßlich daran Verstorbene und 183.600 Genesene, sind wir bei 5.135. Also ich habe richtig gerechnet. Ich hatte 200 gesagt, 105 waren es gestern, 135. Ja. Mal schauen, ob wir es noch schaffen, bis zum Sonntag wieder unter die 5.000 zu kommen. Ja, es zeigt sich immer wieder, zu viel bunt ist ungesund. Und jetzt kommen wir erstmal zum Rückblick auf die 238. Geschichtsstunde von Egon oder Stunde zur Weltgeschichte, die wir gestern hatten. Aber ich muss immer wieder mal schauen, Entschuldigung. Nicht, dass ich was Falsches sage. Ja, es stimmt. Ich weiß auch nicht, wieder die letzten 2 Tage muss ich immer die Zahl, ich muss sie mir vielleicht wieder aufschreiben. Also gestern haben wir die 238. Stunde zur Weltgeschichte und da hatten wir als erstes 275 Kaiser Aurelian ermordet, dann im selben Jahr Germanen zerstören Trier, 276, da ging es wieder zwischen Römern und Goten, Feldzug gegen die Goten. 277 Probus sichert Grenze. Da ging es wieder um die Grenze zu den Germanen, weil die Alemannen dort ja, ihre Kraft entfaltet haben. Dann der 26. Februar 277. Buddha, Jesus, Zarathustra, Mani stiftet neue Religion. Dann hatten wir den Fokus in geheimer Mission, Konjunktur für fremde Kulte. Auch das wieder frappierende Ähnlichkeit zum heutigen Deutschland und Europa. Dann haben wir um 279 Probus schlägt Vandalen, wieder der Kampf zwischen Römern und germanischen Stämmen und Völkern. 280 Sport in China. 281 Wein wird wieder angebaut, nachdem der Anbauverbot in den Provinzen wieder gekippt worden ist vom römischen Kaiser Probus. 282 Carus Gegenkaiser zu Probus in
im Römischen Reich in Rom. Dann um 282 Kult um Sonnengott Sol. 283 Lyrisches von Nemesianus. Und als letztes hatten wir gestern am 17. Dezember 283 Caius folgt Eutychianus als Papst. Und heute geht's weiter. Und gestern ist ja ziemlich lang geworden. Fast 50 Minuten, aber ich habe es noch gerade so geschafft. Erst einmal einen Schluck Kaffee. Und einen Schluck Milch. Aber heute, ich hätte schon mal vorgeblättert. Ist die Chance, dass es nicht ganz so lang wird. Weiter geht's heute mit dem Jahre 284. Kaiser Diokletian stabilisiert das Reich. Die Soldaten in Nikomedia rufen Diokletian 284 zum Kaiser aus. Dieser, um 240 in Dalmatien geboren, stammte aus sozial niedrigen Verhältnissen und hatte sich als Soldat bis zum Kommandanten der kaiserlichen Leibgarde emporgearbeitet. Als Verehrer des kaiserlichen, in Anführungszeichen, Sol Invictus, Anführungszeichen Ende, Gottes, glaubt er an die unerschütterliche, gottgewollte Macht des römischen Kaisertums. Zunächst muss er sich gegen einen Konkurrenten durchsetzen. Carinus, der Bruder und Mitregent des Kaisers Numerianus, besiegt Diokletians Truppen im Herbst 285 an der Margusmündung in der Provinz Mösien. Doch anschließend wird Carinus das Opfer eines Komplotts seiner eigenen Soldaten. Der römische Senat erkennt daraufhin Diokletian als neuen Herrscher an. Seine Regentschaft schließt die Wirren der Soldatenkaiserzeit ab. Die umfassenden Reformen festigen das Imperium Romanum noch einmal für kurze Zeit. Diokletian teilt das römische Reich in zwei Machtbereiche auf. Seinem Freund und Feldherrn Maximianus vertraut er als zweitem, im Anführungszeichen Augustus, Anführungszeichen Ende, den Westen an. Damit unterstehen diesem Italien und Afrika. Sein Sitz ist Mailand. Gleichzeitig ernennt Diokletian Maximianus zum Pontifex Maximus, zum obersten Priester des Staatskultes, nimmt ihn in seine Familie auf und verleiht ihm den Beinamen in Anführungszeichen Herculius, Anführungszeichen Ende. Sich selbst nennt Diokletian Jovius und zeigt damit seine Nähe zum altrömischen Jupiterkult. Dem Kaiser untersteht das östliche Reich. Als Residenz wählt er Nikomedia. Trotz der Aufteilung will Diokletian das Reich nicht entzweien, sondern einen. Ja, da nimmt man schon so das Ost- und Weströmische Reich im Prinzip voraus. Der erste Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel, in Anführungszeichen, Divide et impera, Anführungszeichen Ende. Der Herrschaftsteilung liegt eine diplomatische Erfahrungsweisheit zugrunde. Seit 235 waren fast alle Kaiser durch Komplotte, Aufstände oder Revolten an die Macht gelangt. An vielen Fronten, am Rhein wie an der Donau, in Kleinasien wie in Nordafrika, griffen Usurpatoren zur Kaiserwürde, unterstützt von mehr oder weniger starken Truppen. In Anführungszeichen Divide et impera, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu Deutsch teile und herrsche, Klammer zu, lautet für Diokletian die logische Konsequenz aus diesen Thronkämpfen. Künftige Bewerber um die Macht würden es angesichts zweier Imperatoren schwerer haben, die Herrschaft an sich zu reißen. Rom, das als Zentrum des Reiches weit entfernt von den Fronten ist, bleibt zwar formal die Hauptstadt. Die neuen Residenzen liegen nun aber näher an den Kampfschauplätzen. Gebrochen wird die Gleichstellung der beiden Kaiser durch das Prinzip des in Anführungszeichen Seniors, Anführungszeichen Ende. Der rangälteste Kaiser hat das Recht, die Mitregenten zu berufen. Zustimmen müssen das Heer und der Senat. Als letzter kurzer Unterabschnitt zu diesem Artikel. Bewährte Machtteilung. Die Machtteilung bewährt sich.
In Gallien besiegt Maximianus zuerst die Germanenstämme der Burgunder und Alemannen und zwingt wenig später auch die Chaibonen und Heruler nieder. Anfang 287 tritt er sein erstes Konsulat in Trier an. 293 weitet Diokletian die Zweier zur Viererherrschaft in Klammern Tetrarchie, Klammer zu, aus. Punkt. Ja, so ähnlich macht man das ja heute, ne? Übergebt den Juden und den Moslems mit Macht und schon kann sich auch noch Merkel und Co. Daran, ja, an der Macht klammern und sie erhalten. Das werden wir aber noch sehen. Am Endeffekt sind solche Leute wie Merkel und Co. dann von denen, die sie mit an der Macht gebracht haben, wegrationalisiert worden. Ja, leider nicht vom eigenen Volk. Die haben zu lange geschlafen im Römischen Reich, sondern von denen, die da kamen. Ja, hier haben wir noch zwei Bilder dazu. Innenansicht der Diokletian-Therme in Rom. In Klammern heute Museum, Klammer zu. Während der Regierungszeit des Kaisers entstehen in Rom und den Provinzen zahlreiche neue Bauwerke. Das denkt man ja immer, indem man immer mehr Zugeständnisse diesen Leuten macht, um Wähler zu bekommen, dass man sich dadurch langfristig halten kann und da irgendwie was in der Hand behält. Aber das ist ein Trugschluss. Wir werden es erleben jetzt, wie schnell das Römische Reich da niedergeht. Durch dieses Impera, divide et impera. Und dann haben wir noch ein zweites Bild dazu. Obst- und Gemüsehändler von Rom unter der Herrschaft Diokletians stabilisiert sich unter anderem auch die Wirtschaftslage im Römischen Reich. In Klammern römisches Relief, Klammer zu. Ja, haben wir ja auch. Der stabilisiert sich immer wieder mal, aber dann geht es richtig doppelt und dreifach den Bach runter. Das ist auch sehr frappierende Ähnlichkeit zum Römischen Reich und dessen Untergang. Und dann haben wir noch eine kurze Randbemerkung aus dem Jahre 284 und dann durch die ersten beiden Seiten durch. Eine römische Gesandtschaft, die von Ägypten aus nach China gereist ist, schenkt dem dortigen Kaiser 30.000 Papyrusrollen. Und weiter geht's mit dem Jahre 286, Raubzüge der Sachsen. Der germanische Stamm der Sachsen, oh, kurzes Bäuerchen, nur noch ansetzen. Der germanische Stamm der Sachsen dringt vom Gebiet der Chauken bis an die Küsten Galliens und Britanniens vor. Die Sachsen siedelten ursprünglich im Gebiet der Elbemündung. Ihr Name rührt zum einen von ihrer bevorzugten Waffe, dem einschneidigen Hiebschwert Sachs, und zum anderen von ihrem Gott Sachsnot her. Durch ihre Raubzüge entlang der westlich- und nordeuropäischen Küsten werden die Sachsen schnell zu einem Schreckgespenst der dort lebenden Völker. In Rom gilt ihr Name bald als Synonym für Piraten. Oh, die bösen Sachsen wieder. Jetzt muss ich mal gucken, bevor ich niesen muss. Nehme ich mal kurz durch ein Buch. Hat's gekitzelt in der Nase. Weiter geht's mit zwei Randbemerkungen aus dem Jahre 287. Erste Randbemerkung, Jahr 287. Im Römischen Reich wird eine neue Münze geprägt. Der in Anführungszeichen Antoninian, Anführungszeichen Ende, zeigt auf der Vorderseite den Usurpator Carausius mit Diokletian, auf der Rückseite Maximian mit der Personifikation der Pax des Friedens. Und die zweite Randbemerkung aus dem Jahre 287. In Armenien verhilft der römische Kaiser Diokletian Tiridates dem Dritten auf den Thron. Das Land gerät dadurch wieder in den römischen Einflussbereich und wendet sich von den Persern ab. Und weiter geht's mit dem Jahr 288. Salier besetzen Rheinmündung. Die niederfränkischen Salier, in Klammern auch Saalfranken, in Klammer zu, genannt, besetzen das Gebiet der Bataver an der Rheinmündung.
Weitere fränkische Stämme greifen das römische Gelduba, in Klammern heute Krefeld-Geleb, Klammer zu, an, das nach Überfällen in den Jahren 259 und 275/76 erneut verwüstet wird. Nach den Angriffen von 275 hatten die Römer alle Gebäude rings um die Befestigungsanlage, die aus dem Jahre 12 bis 9 vor Christus stammt, niedergerissen, um freies Sicht- und Schussfeld zu erhalten. Zwar gelang es, kleinere Übergriffe durch diese Maßnahme zu verhindern, der Offensive der Franken von 288 können die Verteidiger jedoch nichts entgegensetzen. Heute befindet sich im Umfeld der Siedlung das größte römische Gräberfeld nördlich der Alpen. Ja, da haben die Franken noch richtige Wehrhaftigkeit gezeigt. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Mündung des Rheins in die Nordsee. In Klammern Satellitenbild des Rheindeltas, Klammer zu. Ich glaube, ihr habt doch die falschen Führer, ne? Liebe Franken. Ich glaube, ist nicht nur Herr Söder ein Franke, ne? Der führt euch in den Untergang. Diese Franken haben damals das Gegenteil getan, weil sie noch Leute hatten, die hinter den richtigen Leuten standen und nicht hinter den Usurpatoren, hinter den Eindringlingen. Weiter geht's mit dem Jahre 288. Grenzfluss Euphrat. In einem förmlichen Friedensschluss mit dem römischen Kaiser Diokletian verzichten die persischen Sassaniden auf Armenien und Mesopotamien. Der Euphrat wird zur Grenze zwischen Rom und Persien. Damit finden die römisch-sassanidischen Konflikte ein vorläufiges Ende. Sassanidenherrscher Schapur I. war immer wieder in römisches Gebiet eingefallen. Etwa um 255 waren die Sassaniden bereits bis an die syrische Mittelmeerküste vorgerückt, hatten die Grenzstadt Dura am Euphrat und Antiochia zerstört. Kaiser Valerian wollte die Angreifer aufhalten und wurde damit Auslöser der größten Erniedrigung, die das römische Kaisertum in seiner Geschichte erleben musste. Schapur I. schlug 260 das römische Heer und verschleppte den Kaiser nach Persien. Kriegsgefangene Soldaten mussten Zwangsarbeit auf den Gütern des Sassanidenherrschers leisten. Valerian starb bald darauf in Gefangenschaft. Rom reagierte mit einem militärtaktischen Schachzug. Kurzes Bräuchen. 261 setzte man den Vasallenkönig Odaenathus von Palmyra zum Oberbefehlshaber im Kampf gegen die Sassaniden ein. Unter seiner Führung erzielten die Römer immer größere Erfolge. Doch 270 erklärte die Fürstin Zenobia das Palmyrenische Reich für eigenständig. Statt Rom im Kampf gegen die Sassaniden zu unterstützen, verbündete sich Palmyra mit diesen. Doch das Sassanidenheer war geschwächt. Kaiser Carus nutzte diese Gelegenheit und zog mit einem großen Heer in Richtung Persien. Sassanidenkönig Bahram II. Musste 283 die Demütigung hinnehmen, dass die Römer die Sassanidenhauptstadt Ktesiphon eroberten. Da haben wir noch ein Bild dazu. Teilansicht des sassanidischen Königspalastes. In Klammern 6. Jahrhundert, Klammer zu, in Ktesiphon, heute im heutigen Irak, Klammer zu. 283 erobern die Römer die persische Hauptstadt. Ja, daran kann man schon erkennen, was das für eine prächtige Hauptstadt gewesen sein muss. Ne? Ja, überall gab es immer wieder mal so ein kleines Aufbäumen der Römer. Da gewannen sie Gebiete zurück, dort verloren sie welche. Aber die innere Einigkeit, das war das Problem. Durch monotheistische Religionen zerstört und fremdartige Kulte unterminiert. Ja, Multikulti, indem man Staatsämter und Kampfkraft des Heeres immer öfter Migranten, so wie man so wieder sagen würde, überließ. Das war nach und nach das Ende des Römischen Reiches. Weiter geht's mit dem Jahre 290 oder um 290.
Pappos von Alexandria. Der griechische Mathematiker Pappos von Alexandria veröffentlicht sein Werk über mathematische, astronomische und mechanische Berechnungsmethoden. Es enthält bislang unbekannte Erkenntnisse über die Geometrie, wie Punktinvolutionen. Ich wiederhole es nochmal. Jetzt habe ich es richtig. Es enthält bislang unbekannte Erkenntnisse über die Geometrie wie Punktinvolutionen, so ist es richtig ausgedrückt, und die Definition der Kegelschnitte durch die Direktrix sowie Berechnungsarten zum Inhalt von Rotationskörpern. Punkt. War auch noch über die Zeile wieder geschrieben mit Trennungsstrich. Und dann sind solche etwas längeren Worte doch schwieriger zu erkennen auf den ersten Blick. Also die Punktinvolutionen waren das. Weiter geht's mit dem Jahre 291. Rebellion der acht Prinzen. In China bricht unter den Söhnen des ersten Kaisers der Jin-Dynastie, Sima Zhan, geschrieben Sima und Yan, ein Kampf um die Herrschaft aus. In der in Anführungszeichen Rebellion der acht Prinzen, Anführungszeichen Ende, in Klammern bis 306, Klammer zu, erhalten die rivalisierenden Brüder Unterstützung von verschiedenen nomadischen Völkern. Dies sind vor allem die tibetischen Di in der Provinz Sichuan und die Xiongnu in der Provinz Shaanxi. Ja, Xiongnu hat man schon öfters von gehört. Ja, und weiter geht's mit einer Randbemerkung aus dem Jahre 291. Nach verheerenden Überschwemmungen brechen im chinesischen Shaanxi Epidemien aus, die eine Hungerskatastrophe nach sich ziehen. Dann Randbemerkung aus dem Jahre 292. In Tikal, in Klammern im heutigen Guatemala, Klammer zu, entsteht eine auf das Jahr 292 datierte Stele mit zahlreichen Inschriften, die als ältestes Steinmonument Zeugnis über die Stadtstaaten der Maya gibt. Und weiter geht's mit dem Jahre 293, eine anderthalbseitige, größere Abhandlung. Und da haben wir sie, 293, die Tetrarchie. 293, Viererherrschaft in Rom. Vier Herrscher regieren das Römische Reich. Kaiser Diokletian ernennt zwei Gardepräfekten zu Unterkaisern, in Klammern Cäsaren, Klammer zu, Punkt. Mit Diokletian selbst und seinem Mitregenten Maximianus untersteht das Imperium künftig einer Viererherrschaft oder auch Tetrarchie genannt. Das System der Viererherrschaft, das jedem der beiden Kaiser, in Klammern Augusti, Klammer zu, einen Unterkaiser zuordnet, strukturiert die Gewalt im Reich neu. Schon oft hat es sich im Römischen Reich gezeigt, dass ein Feldherr, der uneingeschränkte Macht über seine Truppen besitzt, von diesen nach einem Sieg zum Kaiser ausgerufen wird. Auf der anderen Seite jedoch ist es politisch unmöglich, dass ein Kaiser überall in eigener Person das Heer führt. Daraus zieht Diokletian die logische Schlussfolgerung, dass er einen Feldherrn, bevor der durch einen Putsch zum Kaiser wird, zweckmäßigerweise selbst zum Kaiser ernennt. Damit kann er verhindern, dass dieser das Schwert gegen ihn erhebt. Also kurz gesagt, das ist so wie jetzt der Friedrich Merz, wenn er eingebunden werden soll in der CDU-Politik. Ne? Erhebe den gegen den Usurpator, den Gegenkaiser, selber zum Kaiser, dann kann er dir nicht mehr gefährlich werden. Diokletian hat keinen leiblichen Sohn, den er in das Amt eines Unterkaisers einsetzen könnte. So erklärt er seinen langjährigen Kriegskameraden Maximianus zum Kaiseranwärter und ein Jahr später zum Kaiser. Durch Annahme des Beinamen, in Anführungszeichen Jovius, Anführungszeichen Ende, für Diokletian und in Anführungszeichen Herculius, in Anführungszeichen Ende, für Maximianus, kommt die übergeordnete Stellung des Diokletian zum Ausdruck. Ein streng geregeltes Hofzeremoniell wird eingeführt. Als Cäsaren setzt Diokletian Gaius Galerius
und Constantius den ersten Chlorus ein. Durch Heirat mit weiblichen Verwandten der Augusti sowie Adoption wird das tetrarchische System noch dynastisch untermauert. In der Folge verwaltet Diokletian den Osten, in Klammern Residenz Nikomedia, Klammer zu, um ein kurzes Bäuerchen, Maximianus Italien und Afrika, in Klammern Residenz Mailand, Klammer zu, Galerius Illyrien, Makedonien und Griechenland, in Klammern Residenz Sirmium, Klammer zu, und Constantius Spanien, Gallien und Britannien, in Klammern Residenzen Trier und York, Klammer zu. Gleichzeitig legt Diokletian fest, dass nach 20-jähriger Amtszeit die Augusti abdanken und die Cäsaren nachrücken sollen. Die Neustrukturierung des Herrschaftsbereichs ist erfolgreich. Was jeder einzelne Herrscher beschließt, gilt ab dato stets für das gesamte Imperium. Verordnungen und Gesetze werden überall verkündet. Für Diokletian ist es selbstverständlich, dass er letztendlich das Sagen hat. Zudem stellt sich Diokletian selbst unter den Schutz des höchsten Gottes Jupiter, während er den anderen nur untergeordnete Götter wie Herkules zuteilt. Damit untermauert er nochmals auf religiösem Wege seine Vormachtstellung. Würde einer seiner Mitregenten trotzdem eigene Wege gehen, so wäre das eine Revolution gegen das gesamte Staatsgebiet, die anderen nicht hinnehmen würden. Diokletians Pluralismus hat nur bis Anfang des 4. Jahrhunderts Bestand, ist aber doch ein effizientes Werkzeug, den Staat auf unkonventionelle Weise entsprechend der politischen und geografischen Verhältnisse zusammenzuhalten. Im Jahre 305 treten Diokletian, Gaius Galerius, Maximianus und Constantius, der erste Chlorus, geschlossen zurück. Die Einführung der Viererherrschaft kennzeichnet Diokletian als begabten Politiker seiner Zeit. Ja, und weiter geht's mit zwei Bildern dazu. Münze aus der Zeit des Kaisers Diokletian. Der Reformer unter den Kaisern führt das Römische Reich aus der Krise des 3. Jahrhunderts. Ja, wie gesagt, es ist immer so, wie wenn heute ein Gegenkaiser auftritt gegen Frau Merkel, dann kriegt er irgendeinen Posten, der zwar unbedeutend ist, aber darf mitspielen und dann hat er Kuschel zu halten. Ja. Und dann haben wir als zweites die Tetrarchen Diokletian, Maximianus, Galerius und Constantius der Erste, in Klammern Porphyrgruppe, San Marco, Venedig um 300. Also in Venedig kann man diese vier Kaiser mit ihrem Oberkaiser in der Mitte sehen. Die Tetrarchen sozusagen. Und weiter geht's. Und da sind wir im Jahre 296. Zwei große Bilder, wollen wir schauen. 296. Menas in Ägypten hingerichtet. In Ägypten wird der christliche Soldat Menas hingerichtet. Um sein Grab in der Wüste Mariut entsteht im 5. und 6. Jahrhundert ein berühmter Wallfahrtsort, in Klammern Abu Mena, Klammer zu, mit Kirchen und Klosteranlagen. Abu Mena wird zu einem der bedeutendsten Pilgerzentren der Spätantike. Im 6. und 7. Jahrhundert erlebt der Ort seine Blütezeit. Im 10. Jahrhundert fällt er den Arabern im Verlauf der persischen Eroberungszüge zum Opfer. Im 20. Jahrhundert beginnen die archäologischen Ausgrabungen. Heute gehört Abu Mena zum UNESCO-Weltkulturerbe, allerdings ist der historisch bedeutende Ort durch landwirtschaftliche Bewässerungsmaßnahmen von der Zerstörung bedroht. Dann haben wir noch ein Bild dazu. Ein Weltkulturdenkmal in Gefahr. Das durch Bewässerungsmaßnahmen ansteigende Grundwasser droht, die Mauern von Abu Mena zu zerstören. Na gut, das ist zwar schlimm, aber irgendwie müssen die Leute auch dort was zu fressen haben. Vielleicht
Früher die schlauen Ägypter hätten vielleicht Möglichkeiten gefunden, beides zu erhalten. Das ist der Unterschied. Die schlauen Griechen, die schlauen Römer. Weiter geht's mit dem Jahr 296. Marcellinus wird Papst. Marcellinus wird Nachfolger des Papstes Caius. Seit dem Jahre 301 lässt Diokletian nichts unversucht, um die Christen wieder unter den alten Glauben an die heidnischen Götter zu beugen. Als Diokletians Christenverfolgung beginnt, soll Marcellinus vom Glauben abgefallen sein. Ob diese Abwendung vom Christentum tatsächlich stattgefunden hat, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. Wahrscheinlich ist, dass sein Nachfolger seinen Namen aus den Annalen tilgen ließ, weil Marcellinus zumindest zeitweise unter dem großen Druck von außen wankelmütig zu seinem Glauben stand. Gesichert ist, dass Marcellinus sich um die Erweiterung zahlreicher römischen Katakomben als Begräbnisstätten kümmert, unter anderem auch um die Priscilla-Katakomben, in denen er im Jahre 304 seine letzte Ruhestätte findet. 2 Jahre später, mit dem Regierungsantritt von Kaiser Konstantin, werden die Christenverfolgungen im Römischen Reich beendet. Bild dazu aber nicht. Da kommen wir noch zu einer Randbemerkung aus dem Jahre 296. Diokletian wirft einen 295 von Domitius Domitianus initiierten Aufstand in Ägypten nieder. Die Sonderverwaltung Ägyptens wird durch Einführung der Provinzialordnung aufgehoben. Die ägyptische Sonderwährung in Klammern alexandrinische Billion Tetradrachme, Klammer zu, wird abgeschafft. Billion Tetradrachme. Und dann sind wir schon im Jahre 300. Gregor der Erleuchter, der vom Kirchenvorstand der Stadt Caesarea zum Bischof Armeniens geweihte Gregor der Erleuchter, in Klammern eigentlich Gregor Lusavoritsch, Klammer zu, bekehrt Tiridates den Dritten, den König des römischen Vasallenstaates. Gregor wird zum Organisator der nach ihm benannten armenisch-gregorianischen Kirche. Das Christentum wird in Armenien zur Staatsreligion. Nach dem armenischen Geschichtsschreiber Agathengalos wird Gregor der Erleuchter von Tridat dem Dritten, in Klammern römisch Tiridates, Klammer zu, wird wirklich im Tridat, Trdat, gemartert und verurteilt. In einem Grab in Hatschatschapatuen, ich wiederhole es nochmal, in einem Grab in Hatschatschapatuen zu sterben. Aus diesem Grab wird er jedoch nach 15 Jahren lebend befreit. Als Tiridates krank darniederliegt, heilt und bekehrt Gregor den König und sein Land, schafft die lokalen Kulte ab und ersetzt sie durch das Christentum. Damit wird Armenien zum ersten christlichen Staat der Welt, noch bevor Kaiser Konstantin das Christentum im Römischen Reich anerkennt und Kaiser Theodosius es 380 zur Staatsreligion erklärt. Nachdem Gregor das Christentum in Armenien gefestigt hat, zieht er sich in die Einsamkeit zurück und lebt zuletzt in einer Höhle am Fuße des Berges Sebu in Oberarmenien, wo er vermutlich im Jahre 332 stirbt. Als Armenien Ende des 4. Jahrhunderts zwischen den Römern und den Persern aufgeteilt wird, gelingt es der Kirche, das Nationalbewusstsein zu erhalten. Nicht zuletzt durch die Schaffung eines eigenen Alphabets durch den Mönch Mesrop. Heute hat die armenisch-gregorianische Kirche mehr als 16 Millionen Mitglieder. Und dann noch ein Bild. Kathedrale von Etchmiadzin. Etchmiadzin, richtig, Kathedrale von Etchmiadzin. 94% der Bevölkerung in Armenien gehören der armenisch-gregorianischen Kirche an, die auch als armenisch-apostolische Kirche bezeichnet wird. So.
Und sieht gut aus. Ja, großes Bild mit drin. Dürften wir heute schaffen, ohne dass wir an die 50-Minuten-Grenze kommen. Und da kommen wir, oder? Halt, wir nehmen erst die Randbemerkung weg. Nehmen erst die beiden Randbemerkungen. Um 300, um die notwendige Stärke des römischen Heeres zu gewährleisten, werden die Söhne von Veteranen dienstverpflichtet. Daneben greift man zunehmend auf die Anwerbung von, in Anführungszeichen, Barbaren, Anführungszeichen, Ende zurück. Also das, was heute unsere Migranten wären. Ja, wie gesagt, alles dieselben Dinge, die damals im römischen Reich passiert sind, passieren momentan in Europa und vor allen Dingen in Deutschland und in den westlichen europäischen Staaten. In China, zweite Randbemerkung, um 300, in China wird das, in Anführungszeichen, Muijing, Anführungszeichen Ende, eine medizinische Untersuchung über den Puls veröffentlicht. Mutmaßlicher Autor ist Wang Shuho. Muijing geschrieben M-O-I-J-I-N-G. Und dieser Wang Shuho, Wang ist klar, und dann S-H-U-H-O. Hat nichts mit der HU-CDR-Zeiten zu tun. Ho. Ja, weiter geht's. Und da sind wir nochmal in Amerika, um 300. Stamm der Maya entwickelt Hochkultur. Zwischen Guatemala und Mexiko steht die Kultur der Maya am Beginn ihrer klassischen Phase, die bis ca. 850 dauert. Im Vergleich zu den anderen mittelamerikanischen Kulturen sind die Maya in Sachen Baukunst und Wissenschaft am weitesten entwickelt. Im Bereich des heutigen Mexiko und Guatemala entstehen mehrere kleinere Fürstentümer mit einer reichen Kultur. Tempelpyramiden und monumentale Plastiken sowie Schrift und mathematische Erkenntnisse zeugen von ihrer hohen Entwicklungsstufe. Die Herrschaftsgebiete sind kulturell miteinander verbunden, befehden sich zum Teil aber heftig. An ihrer Spitze stehen erbliche Fürsten, die von einem reichen Zeremoniell umgeben sind. Hofhaltung und religiöse Rituale erfordern viele Gegenstände, die durch spezialisierte Handwerker hergestellt werden. Sie leben in Städten und bilden zusammen mit den Hofbeamten und der Priesterschaft eine gegenüber den einfachen Bauern kulturell fortgeschrittene Gruppe. Als einziges Volk Amerikas kennen die Maya eine abstrakte Schrift, die über eine Bilderschrift hinaus entwickelt ist. Sie besitzen zwei Kalender, einen relativ genauen Sonnenkalender von 365 Tagen und einen Ritualkalender von 260 Tagen. Die Zeitrechnung gliedert sich in Perioden zu je 20 Jahren. Am Ende jeder Periode werden mit Inschriften versehene Stelen aufgestellt. Auch die Mathematik beruht auf einem 20er-System. Erster Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel. Blut für die Götter. Für die Maya ist in religiöser Hinsicht ihr Fatalismus kennzeichnend. Ohne eine Möglichkeit der Erlösung fühlen sie sich ihren Göttern hilflos ausgeliefert. Ihr Götterhimmel spiegelt die Abhängigkeit von der Natur wider. Sie verehren einen Maisgott in Klammern Yumkax, Klammer zu, den Sonnengott Itzamna und den Regengott Chak. Die Götter ernähren sich vom Blut der Menschenopfer, die ihnen reichlich dargebracht werden müssen. Kultische Feste sind ein Ausdruck der Ergebenheit den Göttern gegenüber. Dabei ist das Ballspiel von großer Bedeutung. Der Ball symbolisiert die Wanderung der Sonne, die nie aufhören darf. Nach dem Spiel wird der Anführer der unterlegenen Mannschaft dem Sonnengott geopfert. Der Opfertod gilt als verdienstvoll. Er ist neben dem Tod in der Schlacht oder im Kindbett die einzige Möglichkeit, ins Paradies zu gelangen. Alle anderen Toten führen im Jenseits ein Schattendasein. Die Lebensbedingungen sind für den größten Teil des Volkes primitiv. Der Ackerbau wird mit steinzeitlichen Mitteln betrieben. Und letzter Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel. Indianische Völker. In mehreren Regionen Mittelamerikas bezeugen archäologische Funde die Existenz zum Teil lange bestehender, hochentwickelter Kulturen
unter anderem auf dem Gebiet des heutigen Mexiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama. Diese Gebiete sind zur Zeit der spanischen Eroberung von verschiedenen indianischen Völkern und Stämmen mit unterschiedlichem Kulturniveau bewohnt. Jäger und Sammler, Ackerbauern und Hochkulturen mit städtischer Zivilisation. Gemeinsam ist ihnen ein stark religiös und kultisch geprägtes Leben. Die zurückliegenden mittelamerikanischen Kulturen sind zum Teil auch aus schriftlichen Zeugnissen der indianischen Völker bekannt. Um 200 vor Christus trat in Mexiko die klassische Kultur von Teotihuacan hervor. Sie beeinflusste weite Teile Mittelamerikas und stellte die kulturelle Hegemonie Zentralmexikos für die Zeit bis zur spanischen Eroberung sicher. Zentren der Zapoteken, in Klammern Blütezeit 3. bis 5. Jahrhundert, Klammer zu, sind Mitla und Monte Alban. An der mexikanischen Golfküste blüht zu dieser Zeit die klassische Kultur von Veracruz, in Klammern auch Tajín-Kultur, etwa 300 bis 650, Klammer zu. Tajín geschrieben T-A-J-I mit so einem Strichelchen drüber, Apostroph und N, Bindestrich Kultur. Und dann haben wir noch zwei Bilder und sind wir durch für heute. Urnengefäß in Form einer Kinderskulptur. Maya-Kultur gefunden in Oaxaca in Mexiko. Heutiges Mexiko. Und als zweites Bild der Sonnentempel in der Ruinenstätte Palenque in Mexiko ist eines der beeindruckendsten Relikte der Maya-Hochkultur. Und damit sind wir durch für heute. Und wie ich es gesagt hatte, trotz des etwas wieder längeren Vorrede, lieben heute besser in der Zeit als gestern. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Es wurden alte Wissenslücken aufgefüllt oder wieder schon bestandenes Wissen wieder aufgefrischt. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und bei Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.